Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Runde mit Evil Dynasty hier von unserer kleinen Insel. Eben hatte ich noch einen dummen Spruch im Hirn, aber das ist irgendwie wieder weg. Ich krieg nur noch so viel zusammen. Kaum sitze ich hier auf meiner Insel, würd gern was malen, hab keinen Pinsel. Ja, und dann verließen sie ihn auch schon wieder. Haha. Naja, der Wahnsinn ist mit mir und die Sonne sozusagen auch. Irgendwo stand's doch. 39 Grad. Geht das Theater schon wieder los? Ich hab da schon wieder keine Nerven drauf. Aber lasst uns mal weitermachen, damit wir hier ein Ende kriegen. Nicht das schärfste Messer. Wir sollen tun. Ein Wojciech, ein Abend. Was? Der Abend war aber stumpf. Ich glaube, wir sollten nach. Gauki? Was? Tagebuch da. Wir sollen dahin. Nach Skauki. Wieder der nächste Weg sozusagen. Aber was soll's. Das ist mir jetzt alles sowas von Wurst. Dann schwitz doch vor dich hin. Komm, nimm mit. So. Dann soll sie halt in ihrer eigenen Soße köcheln. Mir alles sowas von Wurst, Piepe, Schnurz, egal. So. Wir nehmen eine Kutsche nach Skauki. Ich fahr doch nicht, ja, oder reite doch nicht persönlich. Wo kommen wir denn da hin? Ja, schimpf nicht so. Los ab nach Skauki, dafür haben wir genug Geld. Apropos Geld, weil ich gerade sehe, die Taschen voll. Hatten wir gestern Bronzehacke, Eisenaxt. Warum bin ich nicht schlafen gegangen? Weil keiner was kaufen wollte oder weil wir alles verkauft hatten? Ich kann es gar nicht mehr so recht sagen. Die Nacht war so lang und stressig. Vladislav. Irgendwo muss es doch hier noch einen Händler geben. Bist du eine Händlerin? Jawohl, Sabora. Zeig mir deine Ware. Komm, zeig sie her. Wir brauchen ganz viel Geld. Na, immerhin 3 Stück hat sie genommen. Ist besser als nichts. Ein bisschen was hat sie noch in der Tasche. Kann man ihr vielleicht noch irgendwas anderes verkaufen? So Ausnüchterungstränke da. Komm. Geld ist Geld. Ja, mehr haben wir dann wohl nicht. Noch Steine, Stecker. Nee, das Rad. So, hier drüben war auch noch einer. Nee, du bist nie da. Was? Da ist doch der Schmied. Ja, du. Komm. Ich habe dafür Sorge getragen, dass du was ordentliches zu essen kriegst. Naja, wenn du wüsstest, ich dir was abkaufen. Verkaufen. Da, zack. 342 hat er noch. Komm, kriegst meine Bronzeaxt. Ich brauch Geld. 103 Bronzehacke. Mach ich mir eine neue. Da hat er kein Geld dafür. Der hat aber auch nicht. Kupferhammer kann ich mir einen neuen machen. Gut. Ja, ja. Sehr, sehr. Halt, bleib stehen. It's you again. Ja, ich bin's wieder. Guck mal, ich hab da eine Handvoll tolle Sachen für dich. Oh, können wir die Axt nicht preiswerter machen? Wenigstens eine. Wie viel hat sie? 5. Only the best products here. See you soon. Du, wisst ihr was? Inventar, Werkzeuge, Eisenaxt. Mal da. Die Frage ist, nutzt die sich jetzt schon ab? Eisenachs? 994. Wir klopfen mal ein bisschen dran rum. Vielleicht ist sie dann noch weniger wert. Und ich kann sie ja verkaufen. Jetzt.
Oh, Mädel, schnief nicht so. Halt, hier, guck mal da. Ich habe eine nur leicht gebrauchte Axt. Möchtest du die haben? Da, guck mal, Süppigeld hast du noch. Ah ja, goodbye. Aber was trinken kann ich ja schon mal. Komm. Ja, haben wir sonst noch einen Händler hier? Nö, ne? Beim Schmied waren wir. Bei der Kräuterfrau waren wir. Naja. Eselchen, du bist ja auch hier. Aber sei es drum, ich fahre jetzt mit der Kutsche. Bam, 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 bam. Eselchen, dir geht's gut, du stehst im Schatten. Das muss reichen. Ich frage mich, wie ich hier jemals zu einer Million kommen will. Ja, ich muss nach Skauki, komm. Und das Geld. Wieder 210. Und alles nur wegen dem blöden Messer. Ja. Guck mal, ich hab da Werkzeug für dich, das willst du haben. 363. Ja, wir brauchen Messer. Was kann ich für dich tun? Xebor hat mich gebeten, sein Messer bei dir zum Schärfen abzuliefern. Hat er das? Und hast du das Geld für seine offene Zahlung auch nur dabei? Offene Zahlung? Dieses verfluchte Wiesel hat schon die letzten 3 Mal nicht bezahlt, als ich etwas für ihn gemacht habe. Und mittlerweile schuldet er mir eine ganze Menge Geld. Ich erledige nichts mehr für diesen Betrüger, solange er nicht bezahlt hat. Wie viel schuldet er dir? Genau 100 Münzen, dieser dreiste Mistkerl. Verdammt, ich habe nicht genug dabei. Ich komme wieder. Ach komm los. Endlich, lass mich an die Arbeit gehen. Hier, so scharf, als wäre es neu. Ich schneide dich nur nicht damit. Wir sehen uns. Ja, pass mal auf. Du hast ja eine Menge Geld von mir gerade bekommen. Ja, aber sowas von. Guck mal da. Herr, die Benunzen. Alles meine. Naja. 25.000 hätten wir dann schon mal. Alles losgeworden. My wares, have a good day. Haha. So soll das sein. So gehört das. Ja. Wir sind reich. Ja, du Kutschenflüsterer. Hello there. Ah ja, selber. Wir müssen nach Klonika. Los, komm, das alte Messer abgeben. Ah, da stehst du rum und guckst ein bisschen schief. Haha. Aber ich habe ein scharfes Messer. Ob ich dem das jetzt einfach in die Mütze schieben kann? Aha. Naja, lieber nicht. Gib bitte Ärger mit dem Kinderschutzbund. Ich kann doch nicht kleine Kinder verprügeln hier. Stopp! Das Fleisch hat dein Messer. Du bist zurück, alles gut gegangen. Ja, hier ist dein Messer. Diese scharfe Klinge zu verwenden wird die reinste Freude. Ja und nein, ich habe dein Messer schleifen lassen, aber war gezwungen, vorher deine Schulden bei Wotjach, ich krieg das nicht hin. Oh, das muss ich wohl vergessen haben. Wir alle machen mal Fehler. Zahl es mir einfach zurück und alles ist gut. Ich soll das Geld zurückzahlen? Ich habe dich nicht dazu gezwungen, diesem Kerl irgendwas zu geben. Wie soll das gerecht sein? Eigentlich hast du recht. Mein Fehler. Nimm das Messer und bleib gesund. Gerecht? Ich habe deine Schulden bezahlt. So funktioniert der freie Wille. Du wolltest etwas tun, also hast du es getan. Ich habe dich nicht darum gebeten. Gib mir einfach mein Messer zurück. Ich glaube nicht, dass ich das tun werde. Wie bitte? Das ist Diebstahl. Diebstahl? Du wolltest mir das Messer geben, also hast du es getan. Freier Wille. Das kannst du nicht machen. Doch. Heul doch, Gauner. Haha. Und nun? Habe ich jetzt ein Messer und... Habe ich jetzt einfach ein Messer? Besonderer Gegenstand. 500. Ja, guck mal, ich habe dein Messer. Willst du ins Kaufen? Guck mal. How do you do? Zeig mir deine Ware. Guck mal, ich habe da ein tolles Messer. Möchtest du das kaufen? Ich habe nur 100 dafür bezahlt. Klar. Schning. Ah, wie herrlich.
Komm, die Bronzehacke, da hast du nicht genug Geld. Ja, ich baue mir ein neues Säckchen. Da. Sonst noch irgendwas? Ich will dich. Der hat noch 1000. Der hat noch 1000. Da, Bronzehacke kannst du kriegen. Sonst noch irgendwas? Ich will dich leiden sehen, mein Freund. Ich will dich leiden sehen. Ja, zack. Und wenn ich hier durchs Dorf gehe und Holz hacke, nur dass du das... Du kriegst jetzt den ganzen Schwachsinn. Das ist völlig egal. Du hast mich so viel Geld gekostet. 400 alleine fürs Hin und Her. Ah. Da. Trank des Heilens, zack. Stärketrank. Oh, da muss ich mir neue machen. Komm, selbst meine Steine darfst du alle haben. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn ein Eselchen auch noch was einstecken hätte. Eselchen, hast du auch noch was einstecken? Mist. Ja, ja, ich weiß. So ein Sack, oder? Hat der so das Schwein gehabt, dass wir nicht mehr einzustecken haben. Und nicht mehr einstecken haben. Hose hätte ich noch für ihn. Oh, ich möchte ihn so gerne bluten sehen. Na los, komm. Move on. Ey, solche Verbrecher hier. Giddy up. Giddy up. Ja, und mit der Zielscheibe, da müssen wir... Müssen wir mal schauen, wie wir das am dümmsten hinkriegen. Let's go. Let's go. Also in Skauki haben noch ein paar Leute Geld. Tja, und nun? Was? Wir haben den letzten Tag im Sommer. Da reite ich doch nicht. Schließlich haben wir ja unseren Zauber. Unseren Zauberesel. Ja. Moment. Ja, ja, ich muss nach Pistovia. Piastovia. Los. Mal ein bisschen was vor. Eselchen, du kannst zaubern. Hahaha. Schwupp, da ist er. So, mal gucken, ob es noch eine. Noch was gibt, wo wir noch was tun können. Aktuell nicht. Außer bei uns. Aber die wollen ja alle nur Mist. Esel. Lass uns mal gucken. Vielleicht finden wir ja doch noch jemanden, der hier Geld hat, dem wir noch was verkaufen können. Giddy up. Naja. Ja. Ja. Wir gucken einfach mal. Oh, ich glaube, die haben alle schon ausgeplündert. 167. Ist ja ein Witz. Oh, it's you again. Ah ja, ich wieder. Tja, Albert noch 167. Du? Oh, it's you again. It's you again. Aber sowas von 1000 hat sie noch. See you soon. Oh, das ist torture. Die hat noch 1000. Wo ist denn der? Da ist er. Das ist er. Der hat 1300. Ja, dann nicht wie ab. Eselchen, wir müssen zum Lager. Wir wechseln die Jahreszeit, wir müssen die Pleite machen. Die Million lacht uns schon fast an. Komm. Die haben noch Geld. Das müssen wir denen aus dem Kreuz leiern. Gott, ob wir die Millionen jemals erreichen? Und wenn ich dran denke, was meine Überraschung uns kosten wird, will ich gar nicht mal nachdenken.
Ob da 20.000 reichen? Was haben wir denn? Bronzemesser, Bronzehacke. Komm. Ja, nicht alle. Unsere Leute brauchen ja auch noch ein paar. Ja. Bronze Schaufeln. Was können wir denn sonst noch? Eimer. Ja, komm, so ein paar Eimer können wir ja. Als Kleingeld, ne? Kupferäxte. Guck mal da. Ja, ich glaube, mehr Geld haben die sowieso nicht. Wenn nicht, müssen wir nochmal her. Komm, Eselchen, los. Ja. Machen die Dorfdeppen jetzt hier pleite. Bum, 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 bum. Geh ab, geh ab, geh ab, geh ab. Los. Da. So. Hi, old friend. Du hast noch was? Guck mal, Bronzehacke, 186. Na, das kannst du dir nicht leisten. Eine Kupferaxt kannst du dir leisten. Und hast du noch 11. Ja, guck mal, da gehen dann noch 2 Eimer, oder? Haha. Crisis, see you soon. Naja, see you bald. Markus Lauf. How is life treating you? Ah ja, guck mal da. Ich hab noch eine Kupferaxt. Und du hast auch noch 11 da und einen Eimer. 2 sogar. Best, have a good day. Gute Mila, du kannst mir helfen. Du hast noch 41. Reicht noch nicht mal für die 10 Eimer. Du bist vorgemerkt. Greetings, aber sowas von. Pass mal auf hier. Ihr nehmt den Rest. Ah. Hallo. Hat nur noch da hat selber drüber gelacht. Wo ist denn unsere Eisenbahnverkäuferin? Da. Du hast auch noch einen Tausender gehabt, oder? Eselchen, wir müssen noch mal los. Ein Tausender. Und gleich wieder da. So, wer von euch Lumpen hatte noch Geld? Wer war's? Du nicht. Du hast noch Geld. Komm, da. Pass mal auf, ich habe noch Stiefel. 4 Stück. Nimmt sie. 29 hat sie noch. Ich finde sie toll. Was wir mal gucken können. Mal den Kneiper schon ausgeplündert. Als ja, dann habe ich die Taschen mit zu viel voll. Oh, das ist egal. Ja, und dort. Ja, Pelz im Hänger. Dann noch 65. Ah ja. Goodbye. Naja, ist mir doch jetzt egal. Lass mich in Ruhe. Komm, Eselchen, wir gehen nach Hause. So, was haben wir denn jetzt auf dem Zähler stehen? 30.000. Naja. Das sollte reichen, damit wir unsere Überraschung finanzieren können. Ja. Ja dann, auf nach Haus. I'm roasting out here. Onward. Ja, wir sind gleich zu Hause, da kannst du dich abkühlen. Zack. So, was haben wir denn noch dringend auf dem Plan? Die Schmiede muss eingestellt werden. Wenn ich da oben sehe, was da alles leuchtet und blinkt. Und alles nur, weil wir die ganze Zeit unterwegs sind. Irgendwelche sinnlosen Missionen. 400. Und nochmal 100 für...
die Schulden. Dann haben wir nur 300 rausgekriegt. Minusgeschäft. Oh oh. Ja, ja. Ich könnte ja sagen, setz einen Helm auf, aber... Ja. Gut. Ja. Ja. Schrei mich nicht so an. So. Ruhe. So. Das Holzrad brauchen wir noch zum Bauen. Und die Holzräder. Und die packen wir jetzt in die Kiste. Zack, hier rüber. Sonst noch irgendwas? Das ist noch ein bisschen Deko-Zeug. Ah. Essen haben wir jetzt aber auch nicht mehr wirklich viel. Weg ist es. Na, dann trinken wir wenigstens mal schnell noch was. Da. Betrüger mit Messer. Da. Gott, haben wir erledigt. Komm, wir stellen uns mal in den Schatten. So. Also dann. Hier hätten wir nur noch eine Ort, eine Innenort-Quest. Ja. Wir gucken mal. Also die Leute scheinen alle zufrieden. Die 69 ist der Beste. Und wir haben die Hütten hier nun schon alle aufgewertet. Wie kriegen wir die jetzt noch dazu, bessere Laune zu haben? Na, irgendwie stagniert das hier. Ach nee, da 95, unser Männel, 95%, der Kräuterkundler. Der ist Level 10, okay? Na gut, die sind gerade ausgeschieden, die sind glücklich, weil sie Mama sind. Schmied ist gut. Ja, die müssen unbedingt hier mal ein bisschen leveln. Dem müssen wir was zu tun geben. Das geht ja gar nicht. Sind sie alle am Arbeiten? Die könnten ja. Jimmy's Love ist erst ganz neu. Dem ist bestimmt der Schnuller runtergefallen oder Mama hat die Schnuller weggenommen. Guck mal, Erika. Haha. Unsere Erika, sie lebe hoch. Was haben wir denn hier in der Gewinnung? Was wollen denn die schon in der Mine? Kein Werkzeug. Und was fehlt euch schon wieder? Lass mich gerade einen Spitzhacken. Habe ich das aus Versehen alle verkauft? Wäre natürlich schlecht. Nur Bronzehacken. Ja. Dann passt mal auf. Ich hatte nämlich vor. Das kann rüber. Die Stiefel können rüber. Säckchen können rüber. Wobei, eins stecke ich mir mal ein. Ein Säckchen kann man ja mal haben, oder? Section. Ich hätte gern eins. Ja. Würde ich sagen, das packe ich mir mal wieder auf der 8. So, haben wir noch eine Axt. Vorsichtshalber eine Bronze-Axt. Eine bitte. Und ein Bronzemesser. Zack. Das sollte jetzt, glaube ich, reichen. So. Messer brauchen wir nicht ausrüsten, Fackel, die Bronze-Axt auf die 3. Hammer. Bronze-Messer, Bronze-Schaufel, Sensesichel. Haben wir denn keinen Hammer mehr? Einen Hammer, einen kleinen. Bitte. Ich gebe einen Holzstamm her, baue ich mir einen Hammer. Da. Ist ja nur für vorsichtshalber. 10 Stecke, ja, die hole ich mir mal. Hier liegen da bestimmt irgendwo 10 Steckchen rum. Steckchen, Steckchen, du musst wandern. Ja. Zumindest geht es unseren Zwergen gut. Die fühlen sich scheinbar hier richtig wohl. Man sieht, wie sie alle so rumstrolchen und rumgeistern. Bin ich zufrieden. So. 10 Stück, komm, noch ein. Komm, los, du gibst mir das. Nein, ich will das Steckchen haben. Ja, okay. Zack, Hammer. Hammer, Hammer. So weit, so gut.
Da. Nun ist die Frage, wie kommen wir zu noch mehr Geld? Wenn die doch alle kein Geld haben. Auf, pack. Wir haben ja genug Eisen. So. Man könnte ja noch einen... So, nehmen wir die Schmiede oder die? Haben die noch eine Schmiede hergebaut, oder? So. Du bist Schmiede Nummer 3. Schmiede Nummer 3. Da. Unten. Du machst Kupferbahn, Eisenbahn etc. Also du machst die ganzen Bahnen. Das ist super. Du machst Kupferechse, Bronzeechse, Bronzehakensteinchen. Okay. Jetzt wäre es natürlich noch schön, eine Schmiede zu haben, die nur die Eisenwerkzeuge macht. Die bringen richtig Geld. Mal schauen. Produktion. Eine Schmülze. Hast du hier noch eine Schmülze hin, ne? Ah, das ist dumm, weil dort der Eingang ist. Ah. Wo könnte denn noch eine Schmülze hinpassen? Auch so halbwegs thematisch dazu. Ja, ja. Pass auf, dass du deine Hosen nicht verlierst. So. Marktstand. Was? Wir haben doch hier noch so eine große Brachfläche hier vorne. Hier kommt dann die Mühle hin. Haha, wenn wir sie irgendwann mal haben. Ich traue mir ja schon gar nicht mehr nachzuschauen. So. Hier ist schon ein Zaun gezogen. Wohnhäuser sollen hier keine mehr hin. Aber ich hätte hier ganz gerne. Und zwar Produktion. Da. Gucken, ob wir so machen können, dass wir das hier herkriegen. Da ist. Huch. I should take some clothes off. Ja, ja. Ausziehen ich nicht. So. Hammer. Ich weiß, ich habe einen Hammer. Da. 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 Gut. Ein paar Steine, 6 Stück. Ja, bei meinem Glück liegen hier wieder keine rum. Dabadabadabdab. 1. 2. Das ist jetzt das da drauf? Das ist nicht auszuhalten. Ganz weit weg. Alle fort, niemand mehr da. Du schreist zu laut. Da. Da. Denn dann kommt ja vorne unser Eisenzentrum hin. Habe ich jetzt beschlossen. Da. Kommt nicht hier die Schmiede hin? Komm.
eh zu finster und zu dunkel hier. Nein, nicht aufs Haus. Nein. Komm. So. Wir brauchen noch eine Schaufel. Zack. Holzschaufel. Na komm. Was? Hab das Ding mal aus. So. Arbeitsstation. Nein, wir brauchen ein Gebäude, Dienstleistung, Marktstand. So. Out here. Ja, das ist mir doch wurscht. Du bist echt dünn angezogen. Da. Wir kloppen die mal hier rein. Noch 5 Holzstämme und hier ein paar Bretter und ein paar Holzstämme. Machen wir mal noch. Zack. Dann darf der Eisenhändler nämlich da direkt vorne an der Straße. Naja, ich verstehe das schon. Der Händler braucht ein paar Bretter. So viele waren es gar nicht. Dann brauchte er Leinenstoff. So, da brauchte Leinengewebe. Dann braucht man Holzstämme. Das muss reichen. Der Bretter braucht noch mal ein bisschen mehr. Aber was soll's. Oh ja. Mensch, das ist ein bisschen Sommer. Hab dich nicht so mädchenhaft. Da. Holzstämme rein. Super. Gut. Du wirst Werkzeughändler. Art der Ware C. Werkzeuge. Und zwar nur Eisen. A, B, C, D. Eisenbolzen, Eisenbolzen. Eisenspeer. Eisen. Ja, wenn wir Eisenhämmer haben, dann darfst du die verkaufen. Und wenn wir Eisenäxte haben, dann darfst du auch die verkaufen. Und bei Eisenhacken dasselbe. Und bei Eisenschaufeln. Eisensicheln genauso. Produzieren wir sozusagen nur dafür Eisensensen. So, und Eisenspitzhacken. Die Eisenschurschere wird zu teuer. Na Gott, das ist egal. Da. Kupferschaufel. Eisenschaufeln haben wir. Ah, dass man sich nach Namen sortieren kann. Eisenschaufeln, Eisenhacken. Eisenäxte haben wir. Eisenmesser natürlich auch. Eisen und Eisenhämmer. So. Ne, da haben wir ja schon. Eisenspeere. Ah, die wollte ich jetzt nicht freischalten. Vielleicht können wir ja ein paar Eisenbolzen noch herstellen. Ja, gut. Was brauchst du noch? Steine. Good thing that only selected people are invited to those. Holzstamm ist drin. I'm roasting out here. Also 12 Bretter.
16 Bretter, 28 Bretter und 40 Bretter. 40 Bretter und ein paar Steine. Das kriegen wir hin. Naja, Leute, ihr könntet ja mal mithelfen. Das ist alles zu eurem Wohl. Was habe ich gesagt? 40 Bretter? Habe ich bestimmt wieder verzählt. Komm, ja, 57, das klingt gut. Noch ein paar Steine. Eselchen, komm mal her. Da, pass mal auf. Inventar. Deine. Mit. Und Pferd zum Pferd. F. Da. Was? Schrei mich nicht so an. Weil da schreit mir immer so ins Ohr. Irgendwann mal bin ich schwerhörig. Nur weil Eselchen immer so viel geschrien hat. Eselchen einstecken. Ordnung ist jetzt weg. Da. Ja, pass mal auf, gib mir mal alle Steine her. Uiuiui. Schmiede. Schmiede 3. Eigener Name. Haha, hi. Eisen. Ah. Gut, haben wir noch ein paar Bretter einstecken. Dann machen wir den mal weg hier. Und den. Ah, die machen wir mal mit weg. Ich glaube, da muss ich mal noch ein bisschen. Überlegen, was es wird. Da. Gut. Muss ich noch alles einstecken? Ein paar Bretter und. Oh ja. Have you ever done any quest for the king? Ah. Bretterin. What a scorcher. Ja, 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 ja. Ein paar Bretterzahlen, guck mal da. Da. Nur noch ein Fass herstellen. Da haben wir kein Material einstecken. Wieder ein bisschen mehr Deko weg. Ja, du kriegst auch noch so ein Fass. Gut. Haben wir wenigstens den Sommer sinnvoll genutzt. Da. Nummer 1. Du kriegst hier auch deinen. Deine Anbindung an unseren öffentlichen Nahverkehr. Da. Gut. Alles für das Eisen. Ich wollte gerade sagen, was liegt denn hier mal rum? So. Also dann. Bretter raus. Haben wir sonst noch irgendwas, was man. Feder kann raus, Fackeln behalten, Holz haben wir. Holzstämme dürfen raus, Leingewebe raus. Guck mal, 30.000 Münzen. Reich. Stöcke, Stroh. Stroh haben wir auf. Wollen wir mal schauen, was wir hier in der Kiste haben? Immerhin schon 20.000. Wisst ihr was? Da können wir doch ruhig nochmal 20.000 hier rüberschubsen, oder?
Ja, aha. Wir sind reich. Jepetapatu. Leute, wir sind reich im 7. Jahr. Was habt ihr denn so zu erzählen? Manche Leute werden einfach nicht älter. Verdammte Glückspilze. Aber sowas. Zum Glück kann man Wein auch trinken, wenn man schwanger ist, was? Alkohol an der Schwangerschaft kann ich nicht unterstützen. Ich verteile euch gleich Visitenkarten mit Suchthilfe. Adressen und Telefonnummern. Während der Schwangerschaft trinken. Alkohol ist Gift für den Körper, egal wie, wann und wo. Habt ihr nicht die Folge geguckt, wo ich gegen die Räuber kämpfen musste und betrunken war? Eieiei. So. Wollen wir uns den letzten Tag im Sommer nochmal anschauen? Wie stehen wir denn jetzt? Materiallager 3 ist klar. Fischerhütte 3. Ja, können wir die Trophäen machen? Mal schauen. Was hätten wir denn sonst noch? Scheune 3. Da sind wir ja gar nicht mehr so weit weg. Nur ein bisschen Landwirtschaft, ein paar Tiere züchten. Ja. Windmühle. Das ist noch eine ganze Menge hin. Ah ja. Aber die kriegen wir noch. Aber die Schenke, das ist... Ich hab da längst... Ja. Aufgegeben, drüber nachzudenken. Tja. So, unsere Leute sind glücklich und gesund. Keiner mault, keiner meckert. Grabungsschuppen. Er braucht noch Werkzeuge. Spitzhacken, die mache ich noch. Mine braucht Spitzhacken. So. Landwirtschaft. Ja, dann mache ich mal das noch. Und wir sehen uns dann wieder im Herbst. Am ersten Herbsttag. Ja, ich mache das mal schnell noch und dann bis gleich im Herbst. Damit herzlich willkommen im Herbst. Aue. Da will sein Geschenk noch haben. Und geht so mit mir um. Mann. Jo, guck mal, Erika kann laufen. Hallo. Wo hast du den Papa gelassen? Ja, pass mal auf. Romantik. Guck mal, was ich für dich hab. Da im Bierkrug kannst du ihn antrinken. Stimmung geht nach unten. Warum das? Verstehe ich aber gar nicht. Ey, du kriegst Geschenke. Gott. Rennen die hin? Oh. Jetzt hier einen Zaun ringsrum bauen. Ja, streck dich, meine Kleine, streck dich. Werde groß und stark. So. Quatsch, Verwaltung. Gilberta. Oh. Du brauchst einen Job? Nichts leichter als das. Wir brauchen dich wieder in der Mine. Oder? Wo kommst du her? Hätte man vielleicht mal alles aufschreiben sollen, oder? Schmiede. Nee. Nee. Komm, ab in die Mine, los. Wird geschuftet. Ja. Und unser Mendel auch. Was können wir denn dir mal aufgeben? Das Brunnen? Nee. Grabungsschuppen ist voll. Ja, die sind irgendwie alle schon voll. Als Verkäufer? Aber sowas von. Pass mal auf, du darfst Werkzeuge verkaufen. Ja. Super. Wir haben zwar noch keine Werkzeuge, aber
Du darfst sie verkaufen. So, ich hatte noch mal schnell Werkzeuge und so ein Förderfans gemacht, damit wir was haben zum Verkauf. Ja, Ziel ist es, ganz viel Geld zu hamstern. Hier läuft soweit alles. Und ein paar Eisenäxte. Ich habe noch ein paar Bronzeäxte gemacht. Und Eselchen hat auch was einstecken. Ab nach Pistovia. Eselchen, wo steckst du schon wieder? Na komm. Hier wachsen überall Pilze. Esel. Da ist er. Hallo, mein Süßer. Ja. Pass mal auf. Wir reiten nochmal nach Pistovia. Mal schauen, wie reich wir werden. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir noch ein bisschen Geld zusammenkriegen. Und 40.000 haben wir in der Kiste. Das ist zumindest fast schon mal in der Nähe der Hälfte vom Zehntel. Haha. Und gut, wa? Ja, eigentlich sind wir erst bei 0,4% unserer Millionen, aber naja. Nicht bei 4%. Aber soll's. Wir wuppen das. Ja. Und das machen wir jetzt nochmal zusammen so. Als Abschluss der heutigen Folge, nachdem wir so am Anfang echt betrogen wurden und hinters Licht geführt wurden von dem Jäger. Also die da oben, die haben es bei mir verschatzt. Die brauchen gar nicht wieder ankommen, irgendwas wollen. Alles Verbrecher. Haben wir den, gab es überhaupt eine liebenswerte Quest? Ja, eigentlich die mit dem Fischer und dem kleinen Jungen da am, der auch Fischer werden wollte. Das war so eine liebenswerte Quest. Alles andere war irgendwie alles so nur Verbrecher, Lug und Trug. Hallo? Also mir, pass mal auf hier. Du darfst schon mal haben. Bronzeäxte, 3 Stück. Ist jetzt aber nicht viel, muss ich mal so sagen. Ich habe nicht mal irgendwas Kleines, was ich dir verkaufen könnte. 2 Säckchen? Uff, ich mache mir neue Fackeln. Da. Ausgeplündert. My West, so long. Gut. Du bist dann der super Geschäftsfrau. Ich hätte da ein paar Bronzeäxte. Die haben alle nur eine Handvoll Geld. Ey, wie soll ich denn da reich werden? Ja. Greetings. Ja, ja. Selber Grußkarte. Da. 249. Ich will die Kohle von denen haben. Ich will denen ihren letzten Kreuzer aus dem. Da, Bronzemesser. Zack. 63. Gott. Haferbrei. Nee. Brauche auch noch was zu essen, obwohl loskommen. Zack, bevor es schlecht wird. Trade is in. It was nice seeing you. Ah ja. Ich frage mich, wie oft die das noch erzählen wollen. Bronzeaxt. Whatever you need, I've got it. Wie viel hast du es noch gehabt? 376. 78. Only the best product. See you soon. Dann machen wir es genauso wieder. Das lasse ich dir nicht. Inventar, Bronzeaxt. Da. Da. Ich lasse dir das Vergnügen nicht.
Und? Ah, noch ein Schlag. Oder? Na komm. Reicht das vielleicht? Hallo? Mal da, ich hab noch eine Bronze-Axt. Jawoll! Haha! Zack. Markus Laff, du genauso. Da. Das ist also so am Schlucker sind. Ich muss mir angewöhnen, ich brauche noch ein bisschen Kleinzeug. Pose mir bei dir warmer. Na gut, ab in die Kneipe. Da verscharre ich den Rest. Ja. Ich mach mal noch eine kleine Verkaufstour rund durch die Dörfer. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Geld machen. Weil ich habe jetzt noch einstecken an Werkzeugen. 6 Bronzeäxte und Eselchen hat noch. Wo ist er denn? Esel. Hey du Esel, wo bist du? Versteckt sich wieder. Das ist bestimmt stinkig, weil ich in die Taschen vollgeschmissen habe mit Zeug. Also. Er hat nur 20 Eisenäxte. So, ich habe schon 19.000 einstecken. Also wir haben sozusagen unsere 50.000 für die Lagerkiste zusammen. Gut, Freunde. Dann sehen wir uns morgen zu einer weiteren Runde. Und dann mal schauen, auf wie viel Geld ich komme. Wie macht ihr denn das? Wie kommt ihr zu Geld? Hat einer von euch schon mal die Millionen gesehen? Oder sagt ihr, das ist viel zu weit weg? Ja. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Mal schauen, was ihr so veranstaltet habt. Ja. 70 Kilo krieg ich die getragen, ja, ne? Ja. Gut. Also dann, bis morgen in Autofrösche. Tschüssikowski und bye bye.